In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse der Mercedes-Benz M-Klasse W164. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedermodule immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bilstein-Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung! Dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie die Räder. Demontieren Sie das vordere Teilstück der Rathausverkleidung. Trennen Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen des Luftfedermoduls und lösen Sie diese aus der Halterung heraus. Überprüfen Sie die Leitungen und Steckverbindungen auf eventuelle Schäden. Lösen Sie den Bremsschlauch sowie die ADS-Leitung aus den zugehörigen Haltern und demontieren Sie den Halter des Bremsschlauchs am Luftfedermodul. Demontieren Sie die Befestigung der Koppelstange am Luftfedermodul. Demontieren Sie die untere Befestigungsschraube des Luftfedermoduls. Demontieren Sie den Achsschenkel am oberen Querlenker. Lösen Sie die Antriebswelle getriebeseitig, um den Schwenkbereich des Radträgers zu vergrößern. Schwenken Sie den Radträger nach unten. Achten Sie hierbei darauf, dass weder der Bremsschlauch noch die elektronischen Zuleitungen beschädigt werden. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben am Luftfedermodul. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Sichern Sie das Luftfedermodul fachgerecht gegen Herausfallen und lösen Sie erst dann die obere Befestigung. Das Luftfedermodul kann nun entnommen werden. Der Einbau des neuen Luftfedermoduls erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung! Alle beweglichen fahrwerksrelevanten Schraubverbindungen an Lagerungen werden erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage festgezogen. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber erst unmittelbar vor der Montage. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und montieren Sie die oberen Befestigungsschrauben. Beachten Sie hierbei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entfernen Sie diese vorsichtig. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Fahrzeughersteller vorgegebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Montieren Sie die Antriebswelle. Schwenken Sie anschließend den Radträger nach oben und montieren Sie den Achsschenkel am oberen Querlenker. Montieren Sie die untere Befestigungsschraube des Luftfedermoduls. Montieren Sie die Koppelstange. Montieren Sie den Halter des Bremsschlauchs am Luftfedermodul. Verwenden Sie hierfür einen neuen Kabelbinder. Verbinden Sie die Steckverbindungen der elektronischen Leitungen und fixieren Sie die Zuleitungen, die ADS-Leitung und den Bremsschlauch in den zugehörigen Haltern. Montieren Sie die Rathausverkleidung. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem Diagnosegerät nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Entfernen Sie die Transportsicherung am Luftfedermodul. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Ziehen Sie die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen der Lagerungen erst im fahrfertigen Zustand in Kanullage fest. Beachten Sie hierbei die Vorgaben und Drehmomente des Herstellers. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch.